Verbindung mit der Fotoshooting. Er muss schon langsamer fliegen, dann kriegen die euch nicht beide aufs Bild. So, Film muss ich entschuldigen nachher, weil ich glaube jetzt, das ist vom Franz, vom Benko Franz, der Flieger, aber der passt da gut in mein Hangar, da habe ich noch Platz. Und wo ist mein Stellvertreter? Der Fliegerot, der ist entschuldigt, passt. Okay, so Freunde, kommt her noch einmal bitte hochoffiziell. Gemeinde St. André ist da. Bitte stell dich selber ganz kurz vor. Ja, Händen gekommen, das muss man dazu sagen. Danke vielmals, vorab schon einmal. Ja, ich darf euch auch alle recht herzlich begrüßen. Es ist mir eine Freude, so wie alle Jahre da wieder dabei zu sein. Der Beppo wird noch ein Bild machen. Peter. Also ich als Familien- und Jugendstadträtin der Stadtgemeinde St. André befürworte es natürlich insgeheim. Ich finde das ganz toll, was ihr da hier unten leistet und ihr da hier unten macht. Und das nunmehr seit 14 Jahren, das 14. Mal findet das jetzt statt. Ein Verein gibt seit 21 Jahren, bald schon haben wir das 20-Jahre-Jubiläum gefeiert. Und wenn man so anschaut, was ihr so übers Jahr hinweg leistet, gell? Über das Jahr hinweg leistet, das ist wirklich großartig. Auch in der Jugendarbeit, das muss ich dazu sagen, weil es findet immer mehr Anklang. Wir brauchen junges Blut, Jugend brauchen wir und deswegen machen wir da immer so eine Vektorflugmeeting, wo die Papis mit den Kindern kommen und dann sagen, mach schön, gehen wir Flieger schauen. Und das ist der Präsident von denen und der kennt sich da besser aus wie, aber es kommen aus ganz Kärnten die Piloten und das wird ganz, ganz eine tolle Sache und vielleicht können wir die da vielleicht auch begrüßen, wie du weißt, uns ist das sehr, sehr wichtig und nämlich auch mit dem Naturschutz wieder da. Du weißt, das ist eine heiße Sache, aber schau dir bitte das selber an und dann, Entschuldigung, eins muss ich uns sagen, danke noch einmal, recht herzlich danke, weil du bist auch nicht mit leeren Händen gekommen, du hast einen fetten Sponsoring gemacht nach und wir danken vielmals und da kommt der Agosta Sprenner zum Zug nachher mit 50 Euro und das kommt in die Tombola rein und da freuen sich schon die Leute. Also von unserer Seite recht herzliches Dankeschön, bitte und unterstützt uns weiterhin.